Guten Tag, mein Name ist Ken Sauer für EMS Now in Nürnberg auf der SMT. Ich begrüße heute bei mir Herrn Wolfgang Runte von der Firma Orpro Vision. Herr Runte, guten Tag, vielen Dank, dass Sie heute mit uns sprechen. Kurze Einführung in Orpro. Was machen Sie genau? Orpro Vision stellt weltweit 3D-AOI-Systeme her, um im Bereich der SMT-Fertigung Komponenten zu prüfen, Leiterplatten zu prüfen, dementsprechend auch die Fertigung nach vorne zu bringen, dementsprechend den Prozess zu verbessern. Das machen wir seit 1989 und sind damit auch sehr erfolgreich. Und was gibt es dieses Jahr neu zu sehen für die Kunden? Nachdem wir über die Jahre hinaus unsere Forti 8000er, unsere S22 und Symbian-Maschinen hergestellt haben, wird es dieses Jahr die neuen InsideB-Generationen und InsideU-Generationen geben. Wir haben auch extra Nischenprodukte entwickelt, wo der Kunde in der Lage ist, seine eigenen Applikationen anhand unserer Kamerasysteme und unserer Lichtorientierung zu erstellen, was es für ihn eigentlich eine sehr, sehr große Möglichkeit gibt, innerhalb seiner Linie selber zu agieren mit verschiedenen Field of Views, verschiedene Lötstellen selber zu analysieren, ohne dass er einen Programmierer von uns dafür braucht, was für ihn sehr kosteneffektiv daherkommt. Und von daher sind wir recht zufrieden mit unserer Lösung. Wir haben auch eine sehr gute Resonanz von unseren Kunden darüber gekriegt, dass es also endlich mal möglich ist, auch sehr, sehr schwierige Komponenten, die, ich sag mal, eigentlich so gar nicht in der Fertigung vorgesehen wären, in der normalen Fertigung, dass man da auch Lösungen für gefunden hat, um das einfach mal selber analysieren zu können, um selber eingreifen zu können. Und was für Kunden sprechen Sie genau an? Sind das gewisse Branchen? Das sind also letztendlich Dienstleister, das sind selber Fertiger in dem Augenblick, das sind eigentlich Kunden, die, ich sage jetzt mal, ihre eigenen Produkte für die Automotive-Branche fertigen, die auch für die Medizinbranche, für die Luftfahrt fertigen, die natürlich einen enormen Sicherheitsstandard haben müssen innerhalb ihrer Produkte, um sicher zu sein, dass diese Produkte funktionieren, wenn sie rausgehen, dass sie sicher sind. Und dafür stehen wir natürlich mit einer technischen auch gerne zur Verfügung. Also Traceability ganz groß geschrieben. Traceability wird natürlich auch ganz groß geschrieben, seit Jahren schon. Wenn man mit großen Automotive-Firmen arbeitet, dann muss man natürlich auch diese Daten weiterhin bereitstellen können, über Jahre hinaus, wie jeder weiß, damit auch wieder reproduzierbare Ergebnisse hervorgezaubert werden können, um zu sagen, dieses Board ist dann und dann gefertigt worden und man hat dies und jede Dinge damit gefertigt. Sie haben angesprochen, die Softwarelösung und dass Sie dadurch dem Kunden die Möglichkeit bieten, selber zu analysieren. Genau. Ist das eine Neuigkeit? Das ist definitiv eine Neuigkeit, weil eigentlich die AOI-Systeme arbeiten ja mit festgefügten Algorithmen, wo man sagen muss, okay, wir erstellen irgendetwas, wie wir eine bestimmte Lötstelle analysieren möchten, wie wir damit arbeiten möchten, wo wir denken, die Produktion hat immer den und den Verlauf an einer Lötstelle und an bestimmten Komponenten, um dann zu sagen, okay, der Komponent ist in Ordnung oder der eben nicht. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Vorkommnisse innerhalb der Fertigung, wo man eine nicht typische Lötstelle hat, wo man aber sagen muss, das entspricht eigentlich nicht so der Fertigung, wie es gemacht wird, aber wir müssen sie trotzdem analysieren, ob die physikalische Eigenschaft dieses Komponenten dem entspricht, was wir als okay erachten oder was wir als nicht okay erachten. Und da bieten wir eben diese Tools an, um zu sagen, wie man die dann am besten für sich selber herausfinden kann, um zu sagen, dieses Gerät wird IO gekennzeichnet oder eben muss nochmal neu aufgesetzt werden in irgendeiner Form und Weise. Das macht dem Kunden natürlich sehr, sehr weniger Arbeit, als wenn er erst bei uns wieder anfragen muss, ob er eventuell irgend so einen Algorithmus entwickelt haben könnte, der dann auf diese Lötstelle zupasst oder auf diese physikalische Eigenschaft des Bauteils wieder passend gemacht werden kann. Und so spart er sich jede Menge Arbeit, wenn er das selber entwickeln kann. Das technische Know-how, was er dafür braucht, ist nicht allzu hoch. Okay, wir werden ihn darauf trainieren, wie er das machen muss. Aber es ist eben jetzt nicht, dass er irgendwelche wilden Zeilen kodieren muss oder sonstige Sachen, sondern letztendlich ganz einfach das Handling mit dem Gerät ein bisschen üben muss und damit auch möglichst schnell zum Erfolg kommt. Ein paar Worte zum deutschen Markt an sich. Die SMT ist natürlich eine schöne Plattform, sich auf dem deutschen Markt darzustellen. Wie waren die letzten zwei Messetage für Sie? Die letzten zwei Messetage für uns waren sehr erfolgreich. Wir haben ja einen recht großen Kundenstamm hier in Deutschland, aber auch weltweit. Nur hier in Deutschland ist natürlich immer wieder, ich sag mal, das Zentrum der Entscheidung für weltweite Aktivitäten größerer Firmen, auch mittelständischer Firmen, wie man weitermacht im asiatischen Bereich, vielleicht im amerikanischen Bereich, um da weiterhin zu expandieren. Für uns sehr erfolgreich in dem Augenblick, weil viele auf unsere neuen Lösungen gewartet haben, auf die InsideB-Lösung, also auf die Benchtop-Lösung oder auch auf die Inline-Lösung, die wir jetzt rausbringen. Die neue Plattform wird sehr, sehr gerne angenommen. Sagen, okay, es wurde vieles vereinfacht, es wurde vieles übersichtlicher gemacht in dem Augenblick und dann somit können wir sehr, sehr zufrieden sein über die Resonanz, die die Kunden uns gegeben haben und auch weiter zu uns halten in dem Sinne, dass sie sagen, okay, es wird weiter was entwickelt, da gibt man sich Mühe in dem Augenblick, es wird alles für uns einfacher gemacht, wir
es reicht uns jetzt schon, dass wir keine Diplom-Ingenieure mehr in die Systeme stellen müssen, sondern jeden, der in der Elektronikfertigung arbeitet. Die Übersicht ist da, die Erfolge kommen von alleine in dem Augenblick und das ist schon für uns eine sehr, sehr große Erfolgsmeldung, mit der wir auch sehr gut umgehen können. Also mehrfach Vorteile für den Kunden an sich. In jedem Fall hat der Kunde natürlich einen großen Vorteil. Wer unsere Systeme schon kennt, wird sich gleich darin zurechtfinden. Wer unsere Systeme neu lernen sollte, wird sich sehr, sehr schnell reinfinden, weil es eigentlich sehr elementar aufgebaut ist. Also man kann von Step zu Step gehen. Das ist an sich nichts Neues, aber innerhalb der Übersicht zu arbeiten, das wird sehr, sehr vielen gefallen. Also die meisten, die bei uns an den Ständen waren, die haben sich das angeguckt und haben es eigentlich sofort verstanden. Mhm. Wobei man ja heutzutage immer wieder sagen muss, woran so eine Maschine steht oder fällt, ist letztendlich der Trainingsaufwand, der dafür erforderlich ist. Also wie lange muss ich jemanden unter meinen Fittichen haben, damit er diese Maschine versteht? Und wir haben uns als Ziel gesetzt, in 3 Tagen ist das Training erledigt, dass er die Maschine einmal komplett versteht, dass er dementsprechend seine Programme erstellen kann und auch möglichst schnell zum Erfolg kommt, um seiner Fertigung weiter auf die Sprünge zu helfen oder ich sag mal, um seine Produkte dem Kunden besser präsentieren zu können. Und da haben wir doch recht gute Resonanzen bekommen bis jetzt. Super, dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin damit viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie heute die Zeit genommen haben mit uns. Ich bedanke mich. Danke.